Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie hier so in großer Anzahl zu sehen. Und ich habe die Freude und die Ehre, ein paar Begrüßungsworte zu sprechen. Ich freue mich und danke Ihnen, dass Sie alle an diesem Abend hierher gekommen sind, um den Ministerpräsident von Niedersachsen, Herrn Stefan Weil, und den Vorsitzenden des Parlamentskreises Mittelstand von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Christian Freiherr von Stetten, mit dem Deutschen Elite-Mittelstandspreis 2018 und der Ehrensenatorwürde im Europäischen Senat, wir Eigentümer-Unternehmer, zu ehren. Es gibt ja so manche Stimmen, die Politikverdrossenheit zum Ausdruck bringen. Wenn Sie Herrn von Stetten sehen, dass er gestern seinen Sohn auf die Welt gebracht hat, heute bereits in Berlin mehrere Sitzungen hatte, heute Abend hier ist und morgen früh um 6 wieder nach Hause eilt, um dem Nachwuchs auf die Sprünge zu helfen, dann ist das ein Beispiel, bei dem man Politikverdrossenheit und Verdrossenheit bei Politikern auch mal abhaken kann. Gratulation. Ein Preis, den der Mittelstand, den die Union mittelständischer Unternehmen vergibt, ist nicht irgendein Preis, sondern es ist ein Preis im Grunde genommen für diejenigen, die die deutsche Wirtschaft wirklich nach vorne pushen. Meine Damen und Herren, was ist der deutsche Mittelstand? Warum hat er seine Bedeutung und warum hat er so seine spezifische Bedeutung und Charakteristik? Er ist nicht weniger als das Herz und der Kern der deutschen Wirtschaft. Wirtschaft ist zwar nicht alles bei uns, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Ich gratuliere beiden Preisträgern, Ministerpräsident Stefan Weil und dem Vorsitzenden des Mittelstandskreises der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Herrn von Stetten, recht herzlich zu der Auszeichnung. Eine freundliche, aber sehr freundliche Bemerkung möchte ich machen zu einem der Vorredner, der zu Recht Herrn von Stetten dazu gratuliert hat, dass, wie der Vorredner gesagt hat, er ein Kind zur Welt gebracht hat. Ich glaube, es war eher seine Frau, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Christian von Stetten wird dieser Auszeichnung heute zuteil, weil er seit 16 Jahren, seit 4 Wahlperioden, mit unermüdlichem Eifer, mit Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit, nicht enden wollender Energie, sich zu Zeiten, wo es nicht einfach war, für seine Überzeugungen zur Notwendigkeit einer aktiven Mittelstands- und Wirtschaftspolitik eingesetzt hat. Du bist Mittelständler, du bist Familienunternehmer, du bist Familienvater und du bist Politiker. Und ich habe selten jemanden erlebt, der so überzeugend den Nachweis erbracht hat, dass man alle diese Funktionen unter einen Hut bringen kann, und zwar widerspruchsfrei, sodass das eine aus dem anderen verständlich und nachvollziehbar ist. Du bist seit vielen Jahren der einflussreichste Mittelständler unserer Fraktion und damit auch unserer Bundesregierung. Du bist der Chef im Parlamentskreis Mittelstand. Und ich muss sagen, wenn du damals nicht die Fahne hochgehalten hättest, bin ich überzeugt, dass viele andere dir nicht gefolgt werden. Und du konntest sie deshalb so überzeugend hochhalten, weil du nachgewiesen hast, dass man als junger Mensch, der eine ordentliche Ausbildung macht, du bist Betriebswirt, dass man als junger Mensch gleichwohl auch Unternehmer werden kann, dass man ein Unternehmen aufbauen kann. Du hast im Deutschen Bundestag eine bemerkenswerte Wandlung auch in deinem Image durchgemacht. Vom Enfant terrible, der von seinen Ideen überzeugt war und der sie manchmal mit dem Kopf durch die Wand realisieren wollte, bis hin zu einem allseits geschätzten und geachteten Kollegen, auf dessen Meinung gehört wird. Und deshalb bist du für mich der Mr. Mittelstand und nicht der Mr. Bundestag. Und deshalb bist du für viele in der mittelständischen Community, und das zeigt die heutige Auszeichnung, auch eine ganz wichtige Referenzperson. Freue ich mich von ganzem Herzen, dass mein Freund und Bundestagskollege Christian von Stetten heute Abend diesen Preis bekommt. Kollegen und Kolleginnen, die in der politischen Welt unterwegs sind, die wissen ganz genau, wenn wir auf unsere Gesprächspartner in der Welt treffen, dann werden wir als erstes nach der deutschen Fußballnationalmannschaft gefragt. Aber als zweites ist sofort die Frage von dem, was Sie, Herr Ministerpräsident, angesprochen haben, vom German Mittelstand. Wir werden gefragt, wie macht ihr das? Sie, die heute hier im Raum sind, unsere mittelständischen Unternehmen, Sie sind nicht nur das Rückgrat unserer deutschen Wirtschaft, sondern Sie sind auch der Garant unserer sozialen
Wohlstandes. Und wer als Politiker dieses System verinnerlicht, dass nicht der Staat Dauerarbeitsplätze in der Industrie schaffen kann, sondern dass es nur die Unternehmen und die Selbstständigen sind. Wenn wir das begriffen haben, dann sind wir auch nicht weit entfernt von einer nachhaltigen und guten Wirtschaftspolitik. Wenn ich nur eins erreiche durch meine politische Arbeit in Berlin, dass ich die mittelständischen Unternehmer, die jeden Tag an der Front tätig sind, ein bisschen weniger über die Politik ärgern. Ich will, dass sich die Unternehmer wohlfühlen in unser Land und ich will, dass sie gerne ihr Geld hier investieren. Und wenn jetzt einer anfängt und erzählt, dass da zusätzliche Gewinne bei Unternehmen entstehen und Gewinne was Unanständiges sind, dann kann ich Ihnen nur sagen, Sie müssen entschieden dagegen treten. Gewinn ist nichts Unanständiges, im Gegenteil. Gewinn ist notwendig, dass neue Investitionen getätigt werden und nur bei neuen Investitionen können auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Und am Ende des Tages wurde vorhin gesagt, ohne Wirtschaft ist alles andere nichts, das ist auch richtig, aber ohne Arbeitsplätze geht es unserer Bevölkerung auch nicht gut und deswegen müssen wir gucken, dass wir hier das ein oder andere noch gemeinsam umsetzen können. Es gibt nichts Schöneres, als selbstständiger Unternehmer zu sein. Gemeinsam mit Familienmitgliedern, mit Mitarbeitern neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, neue Märkte zu erobern und dabei neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir sind frei im Denken und frei in unseren Entscheidungen. Und das ist in der Wirtschaft gut und in der Politik gut. Herzlichen Dank für diesen Preis. Und Ihnen allen und uns allen heute noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank für die Einladung.